Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen Demonia Doomsday. Endlich! Oh, ich wollte dieses Spiel schon seit Ewigkeiten spielen. Und jetzt, endlich spielen wir es. Was gibt's bei Extras? Videos, Magazine, Achievements. Achievements, ja. Alles klar, darin werden wir später reingucken. Ich habe unten rechts Werbung bekommen oder ist es vom Spiel aus? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube vom Spiel aus, ja, okay. Möchtest du ein neues Spiel starten? Ja, denn wir haben noch nicht mal einen Spielstand angefangen bei diesem Spiel. Ich kenne dieses Spiel nicht, ich kenne nur den Anfang ein bisschen. Erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es höchstens herausgefordert. Wie man eine Welle beim Surfen herausfordert. Oder ein Hai, wenn man vor ihm wegschwimmt. Guter Versuch. Wir bauten Speere gegen die Tiere. Mauern gegen die Speere. Leitern gegen Mauern. Türme gegen Leitern. Dann Boote, Wälle, Schlote, Rasierschaumtortenkatapulte. Und als der ganze Schutt schließlich selbst die höchsten Türme zu überragen drohte, bauten wir ein Raumschiff. Angetrieben von nichts Geringerem als der Sprengung unseres Heimatplaneten. Die Vorbereitungen dauerten Jahrzehnte. Aus der Arche wurde ein Zuhause. Mein Zuhause. Elysium. Niemand von uns ahnte, dass Abertausende Ahnungsloser im Schrott überlebt hatten. Das Symbol der Hoffnung wurde zum Damoklesschwert für Deponia. Zum Glück kam es anders. Einer jener Ahnungslosen durchkreuzte den Plan. Er rettete Deponia und alle, die darauf zurückgelassen wurden. Und er rettete mich, indem er sich fallen ließ. Ende. Ach, der Schluss gefällt euch nicht? Ihr hofft noch auf ein Happy End? Aber, ihr wisst doch, Enden und Haie. Man sollte sie nicht herausfordern. Wobei ich mich seit damals schon des Öfteren frage, würde ich etwas ändern, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte? Was wäre das bessere Ende? Oder will ich einfach nur, dass es niemals endet? Leute, rechts liegt Elysium. Dieser Ort war die Hölle, aber welcher war es nicht in diesen Tagen? Ich hatte den alten Jeremiah zurücklassen müssen. Selbst schuld. So schnell er beim Reifenwechseln war, so lange hatte er gebraucht, mir einen Slushy zu besorgen. Wenigstens hatten wir so die gefräßigen Fuelocks abhängen können. Ich musste mich beeilen. Ja, wir spielen das Tutorial. Willkommen im Tutorial. Das Tutorial wird dir Schritt für Schritt die Steuerung des Spiels beibringen. Benutze die Schaltflächen am rechten Bildschirmrand, um die Tutorial-Nachrichten erneut anzuzeigen. Benutze als erstes die Hotspot-Taste, um interessante Objekte zu finden. Mit ihr werden alle interaktiven Objekte einer Szene hervorgehoben. Halte hierzu die Mausrad-Taste und die Leertaste gedrückt. Okay. Dein Cursor besteht aus zwei Zahnrädern, einem großen und einem kleinen Zahnrad. Das große Zahnrad steht für die Linksklick-Aktion interagieren, das kleine für die Rechtsklick-Aktion ansehen. Du solltest nun von dieser Plattform runterklettern. Bewege dein Cursor auf die Leiter und benutze einen Linksklick, um mit ihr zu interagieren. Stylischer Jump. Manche Objekte kannst du dir ansehen, benutze dazu einen Rechtsklick. Schau dir nun die Edward Snowman an. Ist das die? Ja. Die Edward Snowman war keine Schönheit, aber sie war alles, was ich noch hatte. Übrigens, ist eines der Zahnräder am Cursor leer, hat das Objekt unter dem Cursor keine entsprechende Aktion.
Klicke auf die Freistelle am Boden, um dich zu bewegen. Du kannst die Szene verlassen, indem du den Ausgang benutzt. Diesen findest du am rechten Bildschirmrand. Um eine Szene sofort zu verlassen, benutze einen Doppelklick. Verlasse nun die Szene. Okay. Siehst du die Spraydose? Diesen Gegenstand kannst du einsammeln. Interagiere mit der Spraydose und hebe sie auf. Wo ist die? Da ist sie. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Nein. Jeder Gegenstand, den du aufsammelst, wird im Inventar abgelegt. Auf das Inventar kann man durch I oder Drehen des Mausrades zugegriffen werden. Okay. Du kannst Gegenstände in deinem Inventar kombinieren, indem du sie miteinander benutzt. Öffne das Inventar, wähle die Spraydose aus und benutze sie mit dem Feuerzeug. Feuerzeug, okay, machen wir. Fretzi. Sehr gut, gehen nun zurück zum Fahrzeug. Okay, machen wir. Ja, den Anfang kenne ich ein bisschen, also nicht auswendig oder so, ich habe den einmal bei Gronkh damals gesehen. Also ein bisschen kenne ich ihn halt. Aber mehr auch nicht vor diesem Spiel. Kein bisschen sonst. Du kannst einen Gegenstand in die Hand nehmen und ihn dann mit anderen Objekten benutzen. Klettere die Leiter hinauf, nimm dann den improvisierten Flammenwerfer durch einen Klick im Inventar auf und schließe das Inventar, indem du ihn aus dem Inventar ziehst. Schmelze dann das Eis am Werkzeugkasten, indem du ihn mit dem Flammenwerfer anklickst. Okay. Ist das der Werkzeugkasten? Ich glaube schon, oder? Ja, weißer Werkzeugkasten. Glückwunsch, spiele jetzt erstmal einen weiter. Wenn weitere Spielelemente eingefügt werden, bekommst du eine Benachrichtigung. Okay, dann nehmen wir erstmal Schneidbrenner mit. Okay. Ich werde versuchen, so selten wie möglich die mittlere Maustaste zu benutzen, beziehungsweise die Leertaste. So wie auch schon in den anderen Deponia teilen. Und ja. Der Organon hatte die Tür zum Sprengturm versiegelt. Frei nach dem Motto, wenn hier jemand den Planeten sprengt, dann wir. Lachhaft. Haha. Türknopf, können wir den drücken? Bringt das was? Nein. Nichts. Der Organon hatte die Tür zum Sprengturm versiegelt. Frei nach dem Lachhaft. Okay, ja. Das hatten wir schon. Der Riegel sah nicht so aus, als würde er sich zersägen lassen. Aber ich war so weit gekommen, ich würde es nun auch zu Ende bringen. Ganz zu Ende. Schneidbrenner zünden. Schweißen. Ja, hier. Wie weit müssen wir denn schweißen? Ich weiß es nicht. Ah, okay, so. Zu durchtrennen hatte sich als leichter herausgestellt als gedacht. Fast wünschte ich mir, es hätte länger gedauert. Aber nun war der Weg frei. Na dann. Aber du, Charakter, wir hatten da eben so ein Monster hinter uns. In dieser Szene ist ein Kraftbalken eingeblendet. Hier musst du so schnell wie möglich klicken. Viel Erfolg. Okay. So viel zum Thema ein komisches Viech. Nun weißt du alles, was du für das weitere Abenteuer wissen musst. Das Tutorial ist hiermit beendet. Viel Spaß. Wir haben gerade gespeichert, wie es aussieht. Können wir irgendwie Feuerzeug? Brauch mal da etwas Feuer. Wo muss ich denn? Ah, hier muss ich klicken. Klick, klick, klick! Stange. Ins Schloss. Okay. Irgendwie war der Sound gerade noch ein bisschen ziemlich laut. Aussicht verschlug mir den eisigen Atem. Von hier oben aus konnte man alles sehen. Die Zerstörung. Die Hoffnungslosigkeit. Und den Knopf, der simultan alle Bombenklammern in unzähligen Sprengtürmen rund um Deponia lösen würde. Moment! Wir müssen...
den Sound noch einmal umstellen. Und zwar die Geräusche auch mal auf 50%. Weil die Stimmen müssen als erstes, also müssen am meisten gehört werden. Als ich die Bombe sah, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Wahrscheinlich nur Schnee in der Kapuze. Wahrscheinlich. Ist die Bombe, okay. Dann haben wir hier noch den Knopf. Muss drücken, roten Knopf. Oh! Ha! Ich wusste doch, ich hab da irgendwas... Das war's okay. Dann wohl. Das Ende meiner... Das... Frosch im Hals. Das Ende meiner Reise. Ich wusste doch, wir spielen Rufus. So ein Schmeißdreck. Jetzt ist sogar schon das Armageddon eingerostet. Na warte. Drück nochmal. Mist, Mist, Mist. Auf die Bombe klettern, okay. Hätte ich euch erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Okay, was müssen wir... Gib's auf, du! Gehst du weg! Okay, nochmal. Okay, was haben wir hier noch? Fuel-Lock treten. Eine Klammer. Ja, wir haben sonst nichts. Gib's auf, du! Gehst du weg! Kusch! Ui! Fuel-Lock-Falter! Oh, was? Was? Als ob wir dafür ein Achievement bekommen. Was? Ist das geil! Deponia Doomsday. Du blickvernebeltes Miststück, kommst zurück, als wir das Ding noch nicht mit Karacho gegen die Wand gekachelt. Sprich, missglückt, ich muss hier wohl mal eine Gedächtnislücke schließen. Leben im Dreck hat dir nicht geschmeckt, hast du nicht gecheckt, dass im Endeffekt alle Flüsse abwärts fließen, wie doppelt und dreifach bewiesen. Es ist doch längst evident, es gibt hier kein Happy End. Leb damit, Mana, kannst du noch so viel flennen. Es ist vorbei und ich sehe keinen Sinn darin, Gedanken nachzuhängen. Wie geht da noch was und was wäre wohl wenn? Die Musik und die Texte mal wieder geil wie eh und je, Alter. Ohne Witz. Hussei ist wieder da. Nice. Was ist da passiert, Rufus? Hast du dich gerade beim Aufstehen erschrocken? Was für ein Albtraum. Ich war alt und hatte einen Schnurrbart und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt und ich habe Deponia in die Luft gesprengt. Entsetzlich. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Was? Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von nuklearem Winter geträumt habe. Ofenklappe, Ofen. Das Feuer ist aus. Okay. Schade, wir haben nichts mehr. Din, din, din. Schraubenschlüssel nehmen wir gerne mal mit. Okay. Okay, wir müssen Bommelmützen sammeln, wie es aussieht. Gibt's das irgendwie in den Extras oder so? Ah, Intro, Fuel-Locks, rote Knopf. Wenig reden, mehr sprengen. Das sind die Videos, ne? Magazine. 52 Bommelmützen. Müssen wir finden. Was?
Alter, ich weiß nicht mal, wie lang das Spiel ist. Holy shit! Und er ist wieder mit Tony zusammen, oder immer noch, oder was ist das, oder... Ha. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Jetzt muss ich Gas. Nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Ha, Tony wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Wäre nicht so vom Vorteil. Schrottbeutel? Stimmt. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Ballast. Seil. Gehen wir mal zum Seil. Nein, ich habe die Lasso-Nummer lange genug geübt. Wenn ich das nächste Mal werfe, dann um etwas zu fangen. Okay. Alles klar, Schilder. Diese kryptischen Schilder sieht man in letzter Zeit immer häufiger. Und seltsamerweise tauchen sie immer in meiner Nähe auf. Hm, wie kommt das nur, Rufus? So, sehen wir hier irgendwo, seht ihr hier irgendwo eine Bommelmütze? Nicht, dass ich irgendwie eine Bommelmütze übersehe. Oder irgendwas, was man einsammeln könnte, möglicherweise. Hm. Ja, ich glaube, hier ist nichts. Nee. Dann mal zu den Gläsern. Erstmal angucken. Wenn Toni nicht will, dass ihre Gläser kaputt gehen, warum hat sie sie dann so demonstrativ aufgestapelt? Echt so? An die Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Memo an mich selbst. Vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Okay. Schrott. Das Zeug ist nur für die Optik. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Okay. Okay. Können wir irgendwo lang gehen oder so? Nee, ne? Hör mir nichts. Kann ich irgendwie... Verlockend. Aber der neue Rufus wirft nicht mehr mit Schrott nach den Kristallgläsern seiner Freundin. Warum denn nicht? Schraubenschlüssel. Was kann ich denn mit dem Schraubenschlüssel machen? Schade. Okay, wir brauchen Knickerfolie. Wo ist denn hier Knickerfolie? Da drin vielleicht. Irgendwo? Nee. Doch da! Ah, okay. Also Rufus ist gerade aufgewacht und hat das Deponia 1 bis 3 nur geträumt. Und das Intro halt geträumt. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Hey, stopp! Sie können hier nicht parken, Sie! Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Okay. Dürfen wir vielleicht... Hey, hallo! Sie können hier nicht parken! Dürfen wir vielleicht nichts der geträumten Sachen verändern? Also... Rufus hätte die ja eh geschrottet. Bruder. Ist das deine Schrottlaube? Ja, aber bitte halte dich fern davon. Und von mir auch. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ja, da sind wir uns ausnahmsweise einig. Aber da du nun mal hier bist,